Thomas Klein, Geschäftsführer vom WC Oberzieher. Heute im Lokalderby gegen den Tabellenführer aus Hochem Stammeln. 45 Minuten sah es ja relativ gut aus. 1-0 ging man in Führung, man ging in die Halbzeit, man hatte Optimismus, die Mannschaft hat sich zusammengeschmissen, sie hat sich neue Punkte gesetzt. In den letzten Wochen hatten sie so ein bisschen interne Krise in der Mannschaft. Das Zwischenmenschliche fehlte vielleicht bei einigen Spielern. Muss man einfach mal so pauschal sagen. Man sieht ja vieles und man beobachtet ja auch vieles. Aber die Mannschaft hat heute gezeigt, dass sie will. So, in der ersten Halbzeit hat sie es ja auch dargestellt. Aber warum nicht in der zweiten Halbzeit? Ja, ich glaube, dass uns in der zweiten Halbzeit einfach die konditionellen Mittel fehlten. Wir haben auch einige Verletzte, mit Volker Fohlen noch eine Sperre, der draußen sitzt. Und dann Mike Kasperczyk ist verletzt, Igor Floss ist verletzt, Mike Ise ist verletzt. Und da fehlt die komplette Mittelfeldachse, gerade im Defensivverbund, Mike Kasperczyk und Mike Ise. Und das hat man dann in der zweiten Halbzeit ganz klar gemerkt. Auch noch Hoch und Stamme mit ein bisschen Windunterstützung. Hatte dann relativ leichtes Spiel, haben uns ja in der zweiten Halbzeit, hatten wir auch keine Entlastung mehr nach vorne. Und da war meiner Meinung nach der Treffer zumindest zum 1:1 nur eine Frage der Zeit. Und wenn der dann fällt, dann macht das wieder beim Gegner halt. Das ist ja so, alle die Fußball spielen kennen das, Kräfte frei. Und die Mannschaft, die dann 80 Minuten dagegen gehalten hat mit allem, was er hat, bei denen geht dann nochmal die Motivation ein bisschen nach unten und dann war der Treffer zum 2 und zum 3-1 eigentlich vorprogrammiert, leider Gottes. Und so hat Stammen letztendlich sicherlich verdient 3-1 gewonnen. Ja, hast es angesprochen, an dem 1:1 hat sich deine Mannschaft nicht selber noch geschwächt durch die gelb-rote Karte. Man war ja schon vor dem Spiel geschwächt, der Mannschaftsführer war schon gesperrt, heute schon wieder gelb-rot. Nach dem Spiel kam nochmal gelb-rot für den Torwart. Das sind ja Fakten, die in der Mannschaft nicht stimmen. Da ist ja das Gefüge, ist ja nicht da. Man weiß ja, in welcher Krise man steckt. Man hat jetzt 9 Punkte verloren auf den Tabellenführer. Man hatte mal Anfang der Saison das Ziel Aufstieg. So wurde es jedenfalls in Oberzieher gesprochen. Das Zeug in der Mannschaft ist eigentlich da. Aber wahrscheinlich war der Druck zu groß in den Spielen oder das erste Schlüsselspiel schon beim Dürener Spielverein. War da schon der Bruch zu erkennen? Ja. Beim Dürener Spielverein, das war ein ganz komisches Spiel. Ich bin nun immer da und habe das ja auch gesehen. Da konnte man schon nach 10 Minuten, wusste man, hier wird es heute ganz schwer für uns. Warum auch immer. Grasen zu grün, Sonne zu heiß, ich weiß es auch nicht. Das Komische ist wohl, wenn man dann 0-2 zurückliegt und kommt dann kurz vor der Halbzeit auf 2-2 ran, dann sollte das eigentlich einen Schub geben, aber irgendwie hat uns das auch nicht gegeben. Aber solche Spiele haben wir am Anfang der Saison immer in den letzten 2-3 Jahren gehabt. Und leider jetzt auch in diesem Jahr, haben aber dann relativ schnell in den darauf folgenden Partien Farbe bekannt und auch relativ souverän Spiele gewonnen. Dann kam hier der nächste Rückschlag mit der 1:3 Niederlage in Mariaweiler. Und natürlich muss ich Ihnen da recht geben, es gibt Probleme, ganz klar. Und wir sind natürlich mit einem anderen Ziel gestartet als wir jetzt nach 6 Spielen. 3 Siege, 3 Niederlagen ist mit Sicherheit nicht der Anspruch, den wir alle, und mit alle meine ich alle, das ist der Verein, das ist der Vorstand, das sind unsere Mitglieder, das ist auch die Mannschaft und der Trainer und der Betreuerstab und Co-Trainer, wie sie alle heißen, das ist ganz klar, aber man kann sich jetzt nur selber da rausziehen und das müssen wir tun. Dienstag, Donnerstag ist Training. Man braucht doch jetzt keine 700. Ansprache an irgendjemanden zu machen. Natürlich ist es ein Problem, dass wir vorige Woche eine rote Karte bekommen haben. Ist ja kein Thema, war übrigens die erste rote Karte unter Trainer Gerd Worms. Das darf man mal ja nicht vergessen. Früher hat der BCO ständig einen draußen stehen gehabt. Jetzt haben wir einen, jetzt bricht die Welt zusammen. Das ist natürlich auch Quatsch. Wir haben einen großen Kader und können das auffangen. Unser Problem ist halt einfach, dass wir zu der roten Karte viele Verletzte haben. Und natürlich sind dann heute die gelb-rote Karte von Stefan Koch. Ja, ob man sie heben muss oder nicht, das spielt ja alles keine Rolle. Der Schiri zeigt sie ihm und damit ist das Thema, ich sagte, ich sitze so nüchtern vom Tisch. Ich bin in manchen Spielen noch viel emotionaler und würde eigentlich gerne neben dem Schiedsrichter stehen und dem dann auch ein paar Takte sagen. Aber heute bringt das alles nichts mehr. Jan Semienter, du kriegst auch eine Strafe und bist dann weg vom Fenster. Ich finde, man musste nicht geben, aber das zählt nicht mehr. Er hat sie jedem. Stefan ist nächste Woche nicht dabei. Der Torwart Sascha Nacken hat dann auch noch eine Gelb-Rote nach Abpfiff gekriegt. Da gehen schon die Meinungen auseinander, ob man nach,
nach Spielende mit einer gelb-roten Karte überhaupt gesperrt ist. Ich weiß es selber ja nicht. Aber heutzutage, die meisten Regeln kennen wir ja nicht mehr. Fußball war früher einfach, ist heute kompliziert. Ja, aber wir haben einen zweiten Torwart, der den Anspruch hat zu spielen. Der kann dann nächste Woche hier im Heimspiel hier in Langerwehe sein Können zeigen. Und wie ich vor zwei Sekunden schon mal sagte, wir haben einen großen Kader. Unzufriedene Spieler stehen draußen. Da gehört mit Sicherheit vielleicht auch ein zweiter Tor dazu. Der kommt nächste Woche rein und kann dann zeigen, was er kann. Punkt. Ja, Punkt. Ende der Vorstellung nach dem heutigen Spiel. Aber das ist ja nicht mitgetan. Die Analyse wird jetzt der Trainer machen. In anderen Ligen ist es ja schon, dass der Trainer gehen muss oder freiwillig geht. Wird wahrscheinlich BC Oberzieher nicht drüber nachdenken. Aber das Bindemitglied wahrscheinlich, da ist eine Störung vielleicht drin zwischen Mannschaft und Trainerteam. Oder die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer, das kann man ja teilweise beobachten. Die ist nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt. Deshalb kommt die Leistung denn so zustande. Hat der Verein vielleicht da schon mal nachgearbeitet? Also ich glaube nicht, dass irgendein Spieler auf den Platz geht und nicht läuft oder kein Tor schießt oder kein Tor verhindert, weil er vielleicht irgendeinen Disput mit dem Trainer hat. Ob das beim BC Oberzieher ist oder beim Hamburger SV oder wo auch immer, glaube ich persönlich nicht. Jeder geht auf den Platz, um ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, unser Problem ist vielfältiger. Wir sind Dritter geworden, wir sind Zweiter geworden. Da kannst du ja keinem erzählen, ja, wir wollen unter die ersten fünf. So, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wir haben im Ostermontag hier gestanden und hatten 11 Spieler auf dem Platz und einen Spieler der zweiten Mannschaft auf der Bank. Das heißt, unser Kader war zu klein. Dem haben wir entgegengewirkt und haben die Mannschaft unserer Meinung nach in der Quantität, aber auch in der Qualität gesteigert. So, das Problem ist nur, jeder Spieler, und das ist nicht nur beim BCO so, hätte gern einen großen Kader. Das andere Problem ist, aber nicht auf meiner Position. Also auf allen 10 Positionen dürft ihr neue Spieler holen, aber bitte nicht auf meiner. Das geht gar nicht, ich bin der Beste, den ihr habt, und holt bitte keinen auf meiner Position. So, etablierte Spieler haben jetzt Konkurrenz und kommen vielleicht mit der Situation noch nicht so klar, wie sie es gerne selber hätten oder wie vielleicht auch der Trainer es gerne hätte. Daran müssen wir arbeiten. Da kann man nur mit den Sprechen arbeiten. Ein Trainer muss dann mit den Spielern sprechen, der Vorstand muss mit den Spielern sprechen, im Anführungsstrichen Jörg Novell muss mit den Spielern sprechen und die wieder dahin bringen, dass sie den Sonntag Kader oder Nicht-Kader, Ersatz oder erste Elf, ja gut, erste Elf akzeptieren sie immer, aber 12, 13, 14, dass sie es akzeptieren und dann muss jeder im Training so viel Gas geben, dass er beim nächsten Mal, dass der Trainer überhaupt nicht an einem Peter Juchens vorbeikommt. Wenn ich im Training so viel Gas gebe, dass der Trainer, der muss das sehen und sagen, boah, also ohne den kann er am Sonntag auf ja keinen Fall auflaufen. Und das liegt an jedem Spieler selber. Da ist kein Trainer für verantwortlich. Der Trainer kann nur Dienstag, Donnerstag um 7:30 ein Training anbieten und der Spieler muss sich darauf einstellen. So, jetzt kann man diskutieren, wie immer, und das ist ja immer so, Erfolg kaschiert viele Dinge und in der Zeit, wo der Erfolg nicht da ist, dann wird dann gesagt, ja, das ist nichts und das ist nichts und das gefällt mir nicht und die Bandenwerbung müsste eigentlich da hängen und die Bandenwerbung eigentlich dahinter und rote Trikots, ich hätte eigentlich lieber grün und Adidas mache ich auch nicht so gern, Jakob wäre viel besser. Das sind so Dinge, die kommen auf, wenn man verliert. Wenn wir jetzt in stammelnderer Position wären, hätten 18 Punkte, würde hier kein Mensch über irgendwas diskutieren. Bei denen diskutiert keiner. Bei denen, die machen einen Kreis, rufen 20 Mal hoch und stammeln, haben ihre Musik in der Kabine auf volle Lautstärke. Ob es bei denen stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Fakt ist, die haben 18 Punkte. Und unterm Strich zählen 18 Punkte. Und bei uns, wir haben die Hälfte, 9. Das heißt, Stammeln hat in 24 Spieltagen, können wir jetzt versuchen, 9 Punkte aufzuholen. Herzlichen Glückwunsch an uns. Das wird eine ganz harte Nuss. Heute an diesem Tag würde ich sagen, schaffen wir nie im Leben. Aber wir müssen irgendwie den Turnaround schaffen. Den Turnaround werden wir irgendwie hinbekommen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Mit Trainer Gerd Worms, mit unserer Mannschaft. Und dann werden wir im Winter sehen, wo wir stehen und unsere Ziele neu definieren. Dann wissen wir auch, wie alle anderen Mannschaften stehen. Dann wissen wir, wie viele Punkte sind wir vom Zweiten, vom Dritten, von was weiß ich wo weg. Wie sieht es in der Bezirksliga aus? Steigt Waldorf Houston ab oder nicht? Oder wer auch immer, keine Ahnung. Wobei ich im Moment persönlich den Eindruck habe, aus der Bezirksliga kommt keiner runter. Das bedeutet, der beste Gruppenzweite der Kreisliga B steigt auf. So. Ich persönlich will jetzt nicht Stammel heute zum Aufstieg gratulieren, da das Blödsinn sind. Auch viele andere Mannschaften, die auch 18 Punkte haben, auch 18 Punkte. Die gilt dann abzufangen für uns.
Und dann müssen wir einfach hoffen, dass keiner das Bezirksliga absteigt. Wir beste Gruppen Zweiter werden. Und dann gibt es nächstes Jahr hoffentlich ein Derby Huch und Stammel Oberzieher in der Kreisliga A. Thomas, letzte Frage. Du hast eben schon angesprochen, auch mit Hamburger SV. Der Trainer ist heute Morgen entlassen worden. Man war ja klar, dass gegen Bayern kein Blumentopf zu gewinnen war. Das war letzte Woche also eigentlich schon klar. Von 5 Spielen hat er jetzt 4 verloren. Von 6 hat Oberzieher 3 gewonnen. Aber die Trainerfrage ist überhaupt nicht in der Diskussionsrunde, auch nicht in der Mannschaft, dass der Trainer jetzt, sage ich mal, heute ist er gar nicht ansprechbar. Kann man ja verstehen, nach so einer Schlappe, nach einer zweiten Halbzeit. Aber das Gefühl ist da, der Trainer steht hinter der Mannschaft, oder beziehungsweise die Mannschaft steht hinter dem Trainer. Den Rauswurf beim HSV haben wir ja heute Morgen live miterlebt. Muss ich auch ehrlich sagen, das über Twitter zu machen, da fällt einem ja wirklich nichts mehr ein. Wer heute Morgen DSF-Doppelpass geguckt hat, ich muss ja ehrlich sagen, wie sich ein Verein so präsentieren kann, das ist ja peinlich. Das ist wirklich peinlich. Ja, das ist aber auch die Kommunikation heutzutage in den Vereinen, in den Profisvereinen genauso. Die fehlt und dementsprechend leidet der Mensch. Der Mensch leidet darunter. Ja, das ist einfach, man vergisst schnell, dass ein Trainer, und das zählt, glaube ich, für alle Vereine, leider hört das gerade die, das ist ja kein Verein, das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, die vergessen unheimlich schnell, woher sie kommen. Wir wissen, woher wir kamen, als Gerd Worms hier angefangen hat. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wir haben hier gegen den Dürener Spielverein gespielt, Toni Heinen hatte seinen Rücktritt erklärt, wir haben uns mit Gerd Worms getroffen, er hat gesagt, er kommt Sonntag, das Spiel guckt. Wir standen in der Halbzeit 0-3 zurück und ich habe mir gedacht, er sagt, Thomas, Dankeschön, ich bin weg, für mich ist das Thema kein Thema. Wir haben noch 3-3 gespielt und Gerd hat dann dienstags die Mannschaft übernommen und seitdem, glaube ich, haben wir von den 75 Spielen, glaube ich, haben wir 15 vielleicht verloren, 10 unentschieden und die anderen 50 gewonnen. Jetzt haben wir eine schlechte Phase und jetzt kann ich mir, bin ich ganz ehrlich, nicht vorstellen, dass das, was vorher alles richtig war, dass das jetzt alles verkehrt ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich ein Problem. Wir haben auch eine Phase, auch mit Gerd schon gehabt, wo wir 7 Mal hintereinander verloren haben, in dem Jahr, wo er angefangen hat. Und er hat eigentlich gedacht, hatte mir mal so gesagt, nach dem 5. Kommt der Vorstand und sagt, Gerd, du bist ein lieber netter Mensch, komm, wir trinken mal einen, rauchen zwei und dann brauchst du nicht mehr zu kommen, Trainingsanzüge kannst du abgeben. Nee, man darf es nicht an Ergebnissen festmachen. Auf gar keinen Fall. Man darf es aber auch nicht festmachen, wenn man gewinnt an Ergebnissen. Man muss immer beide Seiten sehen. Gewinne ich und es läuft, 1000 Leute kommen zu dir und sagen, der Trainer macht das falsch, das falsch, das falsch. Da muss ich auch im Erfolgsfall mal zu einem Trainer gehen und sagen, deine Zeit ist abgelaufen. So, jetzt haben wir 50% der Spiele gewonnen. Ist das Glas halb voll, ist das halb leer? Ich sage im Moment, das Glas ist natürlich halb leer und nicht halb voll, aber es liegt an uns allen. Der Gerd, ich war heute mit in der Vorbesprechung vor dem Spiel, hat in dieser Vorbesprechung meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Er hat die Mannschaft neu taktisch eingestellt. Wir haben hinten ganz anders gespielt wie bis jetzt. Wir haben im Mittelfeld ganz anders gespielt wie jetzt. Und es hat es 80 Minuten hat es funktioniert. Dann aus einem Tor, ob es Abseits war oder nicht, spielt keine Rolle. Durch dieses Tor verlieren wir nicht das Spiel, sondern da standet der erst 1-1, aber dann haben wir halt verloren. Der Trainer hat den Ball, hätte den auch nicht halten können, weil er steht ja nicht im Tor. Der Trainer hätte auch den Pass nicht verhindern können, weil er spielt nicht mit. Und ich glaube, er hätte auch durch einen Heizefeiz an der Linie den Pass nicht verhindert. Trotz allem muss man natürlich immer, wie ich eben schon gesagt habe, sowohl im Erfolgs- auch als im Negativfall immer über alle Dinge nachdenken. Aber ich glaube, wer Gerd vor dem Spiel erlebt hat, der kann sich nicht vorstellen, dass Gerd den BCO nicht will. Und wir stehen da zusammen durch. So einfach ist das. Vielen Dank, alles Gute. Dankeschön.